Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und weiter geht's in meiner Future City. Oh, guck mal, das ist ein cooler Schatten auf jeden Fall. So, wir haben ja letztes Mal hier so ein bisschen Strandgebiet gemacht. Da habe ich noch ein bisschen weitergebaut. Und zwar sind da jetzt unsichtbare Straßen. Die sind auch in der Kollektion verlinkt, unten in der Videobeschreibung. Und da fahren halt die Leute jetzt über den Sand. Die Leute laufen auch daher, weil die müssen halt... ja, auch die Müllabfuhrfahrzeuge hinkommen und sowas. Hier ist dann nochmal der Pier. Und da ist dann nochmal der Jetski-Verleih. Hallo? Da. Und da müssen wir dann noch ein bisschen dekorieren, dass ein bisschen mehr am Strand ist. Hier ist schon mal so zwei Liegen gebaut. Und hier hinten habe ich dann nochmal ein paar Palmen gesetzt und die Mauer ein bisschen besser gemacht. Ich denke mal, hier kann man auch coole Mauer setzen. Mit einer Promenade, die da nachher hergeht. Vom Busbahnhof aus kann man das bestimmt ganz gut dekorieren. Allerdings würde ich heute mal mehr in die Richtung bauen, weil ich würde ganz gerne die Universitätsinsel hierhin bauen. Ich hoffe, das ist okay. Und da hier ein riesiges Stück Land ist und da unglaublich viele Einwohner drauf wohnen werden, muss ich da die Autobahn so ein bisschen anders gestalten wahrscheinlich. Deswegen gehen wir jetzt mal her. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Und bereiten die Insel erstmal vor. Ich glaube, an die Autobahn gehen wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal so die anderen Sachen für die Insel. Sprich, wir nehmen jetzt mal den Pinsel und entfernen alle Bäume. Kennt man ja, oder? Fand ich auch mal gut, so ein Kommentar, da stand halt drin. Schritt 1, alle Bäume entfernen. Schritt 2, alles einebnen. Schritt 3, Sand wegmachen. Also, und alles asphaltieren, irgendwie so. Das war lustig. Aber ihr wisst ja, das wird ja erst immer weggemacht. Dann wird zugebaut und dann wird dekoriert. Und dabei fällt mir ein, hier ist auch Sandboden. Sieht das besser aus, wenn das dunkel ist oder wenn es hell ist? Könnt ihr einmal ganz kurz machen. Sieht dann zumindest tiefer aus, ne? Und das Wasser hat auch nicht mehr diese Struktur. Oh, leck. Schreibt ganz gerne mal rein, was im Inneren der Stadt besser aussieht. Das helle oder das dunkle? Wie gesagt, das Dunkle, da wirkt das Wasser tiefer. Bei dem anderen ist es halt mehr türkis. Und hier könnte man dann, ich weiß nicht, wie es hier aussehen würde. Na, hier wäre es dann so wahrscheinlich. So ähnlich. Aber warte, ja, oh nein. Oh, jetzt habe ich alles schief gemacht. Aber egal, wird erstmal hier Sand weg. Können wir die nächsten Folgen noch alles schön machen dann. Oder auch nicht. Das ist halt immer die Sache, was schön ist. Manche finden es halt nicht schön, manche schon. Da das hier weiß ich auch noch nicht, wie man das macht, aber ich glaube, das benutzen wir irgendwie für so ein Hafengebiet. Strandbereich. Tourismus. Oder einfach nur Zukunft. Fällt mir gerade mal ein, wo können hier überhaupt Häfen hin? Müsste ich mal gucken, wo die Hafenroute ist, ob wir das hier vorne auch hinbekommen. So. Warte, ich mache hier nochmal ganz... Dauert bestimmt ein paar Folgen, bis wir da überhaupt rangehen, bitte. Damit es nicht die ganze Zeit so doof aussieht, machen wir einmal so. Ganz vorsichtig. Ja. So, da noch. Hier noch. Andere Seite ist ja, glaube ich, auch schon soweit. Obwohl hier ist... Ah, falscher Knopf. Es ist immer schwierig, das genau so zu machen, dass es im Wasser noch einigermaßen okay aussieht. Wobei, wenn man das wirklich machen sollte, dass das Wasser dunkler wird... Dann müsste ich das über die ganze Map einmal machen. Was jetzt nicht sonderlich schlimm ist. Könnte ich ja dann auch offscreen einmal pinseln. Warte. Ah ja, hier. Wie es aussieht. Okay, wieder hin. So, das ist fertig. Hier ein bisschen weniger. Da kommt, wie gesagt, dann noch so eine Keimauer drum. Die Steine kommen erstmal alle weg. Ganzen Assets, die einzelnen. Aber warte, ich kann noch weiterlaufen. Ich gehe doch gerade gar nicht an die Autobahn. Und so mehr Geld haben wir nachher. Mehr Geld, mehr Spaß. So, Universitätsinsel kommt dann hier hin. Ich denke mal, wir machen so Geisteswissenschaften. So Berufsschule ist, glaube ich, nicht so cool. Dann kann man hier vielleicht eine Straße weiterführen lassen. Hier, da, hier rüber. Und so weiter und so fort. Und dass da so ein Gebirge drauf ist, sah man gerade gar nicht, fand ich. Warte. Ein bisschen groß.
Ah ne, das ist die Höhe. Boah, jetzt hätte ich fast ein Problem gehabt. Den Pinsel wollte ich benutzen. So. Ich glaube, hier ist eh schon eine Höhe, oder? Ja, hier ist alles top. Aber hier noch nicht. Ah ja. Das ist schön, dass das kein Geld kostet mit der Mod. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, wäre es auch egal, wenn es Geld kosten würde. Ist ja nicht so, dass wir zu wenig hätten. Oh, da war noch Sand drunter, sah man ja gar nicht. So. Und ja, die Stadt der Zukunft ist komplett eingeebnet. Oh, Mist. Hat, glaube ich, gerade gespeichert, ne? Wenn man sich mal Städte so anguckt, generell, wie die einfach gebaut werden, so. Ins Meer hinein. Schon erschreckend. So. Da dann 45 Grad. Na, kriegen wir hin. Die Universität. Ich glaube, die machen wir zuerst. Die ist, glaube ich, am coolsten. Oh nein, da kommt Wasser. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen Wasserverdrängung hat. So. Alles schön gemalt. Oh, guckt euch das an. Top. Sieht ehrlich gesagt richtig kacke aus gerade. Aber das ist ja immer der Regelfall. Habe ich auch immer in ganz vielen Minecraft-Let's Plays bei mir immer gesagt. Wartet immer ab, bis ich fertig bin. Nicht vorher schon meckern. Nachher könnt ihr meckern, vorher noch nicht. Da machen wir eine Rundung, glaube ich, drum. Wird sonst zu eckig. Das ist okay. Das geht irgendwie nicht aufs Main hinaus gerade. Warum nicht? Hallo? Ah, da kann man auch die Gradzahl bestimmen, ne? Voll gut. Wer es ganz genau haben will, einfach Steuerung gedrückt halten. So, und die letzte Blaine kommt dann hier hin. Das wäre echt eine kleine Insel, ne? Kurven, Snapping aktivieren, Hilfslinien, schon geht's. Ja, guck mal, das ist doch super. Hammer! Ja, da müssen wir gleich nochmal gucken. Das könnte interessant werden. Da nochmal eben. Und hier. Universitätsinsel, muss ich sagen, könnte ein bisschen groß sein, wenn man da jetzt nur eine Universität drauf machen würde. Wer jetzt die Idee hat, man kann ja mehrere da drauf bauen, kann ich direkt sagen, könnte man. Aber dann ist es halt Kacke. Das Problem ist, dann kriegt man die nicht voll. Beziehungsweise ist dann die eine voll, die andere leer vielleicht. Deswegen bleibt es halt bei einer. Und den Rest gucken wir dann mal. Das sind ja wahrscheinlich auch Studentenwohnungen, Professoren und keine Ahnung, was so einer Uni noch gehört. Ich war noch nie auf einer. Ah, ich mag das so. Warte. Ja, komm, so ist gut, ey. Okay, warte. Da ist der Sand. Hier. Ah, falscher Knopf. Genau so. Jetzt einmal hier durch. Da einmal rum. Die schräg halt unter Wasser ist und dann sieht es ja auch einigermaßen gleich aus überall. Hier auch nochmal eben. Ich finde, da wo es so abgesenkt ist, da muss auch kein Sand hin. Deswegen, Sand ist, glaube ich, an der Position, wenn man es mal genau überlegt, glaube ich auch gar nicht da. Meiste Sand ist ja eh aufgeschüttet, oder? Außer ist jetzt auf Bahamas, wo der ganze Boden aus Sand besteht. Aber Kroatien zum Beispiel waren wir mal da, die hatten gar keinen Sand, die hatten nur Steine. Steinstrände. Und da, wo halt Sandstrand war, das war halt ein Stück aufgeschüttet, aber der Rest war halt einfach Stein. Oh oh. Guck mal, jetzt habe ich hier so alles voll weggemacht, ey. Voll gut. Okay, ich glaube so. So müsste jetzt aber gehen. Ich weiß nicht, ob man diese Ecken gerade erkennen konnte, die halt noch da waren. Hier auch. Ich meine, ich bin jetzt auch sehr, sehr weit weg davon ab. So, so ist gut. Hier, wenn man weit weg ist, sieht man auch hier diese Rillen, ne? Diese Rillos. So. Und meine Boxen gehen, glaube ich, kaputt. Entweder ist das ein Kabel oder eine Box. Bei mir geht manchmal nur noch der linke Lautsprecher. Das ist voll ärgerlich.
Jetzt kommt's, pass auf. Die habe ich erst seit 7 Jahren. Wie kann das denn passieren? Kennt ihr das so? Pass auf, pass auf. In der Autowerkstatt war es früher immer so, Auto, 5 Jahre Hochleistungsmaschine, fährt immer die ganze Zeit, alles ist gut und dann geht auf einmal irgendwas kaputt. So, der Kunde sagt dann einfach nicht, also die meisten Kunden sagen dann, wie kann das denn kaputt gehen? So, weißt du, das ist super alt, fragen sich, wie das kaputt gehen kann, was jetzt nicht sonderlich, weiß ich nicht, überraschend ist, dass mal was kaputt geht. Und jetzt kommt's, wenn der Fernseher zum Beispiel kaputt geht zu Hause, dann freut man sich. Dann fragt man sich nicht, wie kann der denn kaputt gehen? Dann fährt man sofort nach Saturn, Mediamarkt, whatever, und holt sich einfach einen neuen. So. Ich glaube, beim Fernseher freut man sich, wenn der kaputt geht, weil man dann denkt so, haha, HDR und ein bisschen größer jetzt. So, oder meine ich das nur? So vom Gefühl her? Also, so kamen die Kunden mir zumindest halt immer rüber, so. Wie kann das denn kaputt gehen? Was anderes geht kaputt? Direkt in den Laden und kaufen. So, wobei man natürlich sagen muss, alles, was kaputt geht, ist natürlich erstmal mit Geld verbunden, was natürlich nicht so cool ist. Da. Und ist natürlich auch erstmal unnötig. Im ersten Moment. Klar, wenn man danach Spaß hat. Aber vielleicht ist das auch, weil beim Auto zum Beispiel, keine Ahnung, da sagen die, ja, die Bremse müssen neu oder ihr AGR-Ventil ist kaputt. So merkt man unter Umständen weniger, dass die gemacht werden müssen und man merkt, wenn die erneuert worden sind, nachher auch keinen Unterschied. So, beim Fernseher ist das ja was anderes. Da sieht man ja dieses wahnsinnig gute Bild nachher. Jetzt komme ich mir so vor, als ob ich einen Fernseher verlinken müsste in der Videobeschreibung. Aber ich glaube, ich lasse das mal, oder? So, Hammer! Klar hat man hier diese Rillen überall, aber die sind auch weg, wenn man halt ein bisschen Statter drin hat, oder? So, Universitätsabteilung. Aber da müssen wir allerdings noch gucken, wo die Autobahn nachher hergeht. Dann ist die... Warte, ich mache jetzt mal hier nochmal ganz kurz... Die gerade rein. Ne, warte, die gerade nicht rein. Doch, die Brücke bleibt. Ach, was weiß ich. Wir machen jetzt erstmal nochmal den hier. Also sieht ja nur gut aus, wenn er wahrscheinlich überall ist und nicht nur an einer Stelle. So, hier sieht man am besten gedrückt halten diesen Sandbutton und dann mit den Richtungstasten arbeiten. Dann geht's auch schon ab. Super. Hammer. So, Universitätsabteil ist fertig. Warte mal, hier kann ich die Straße aber schon mal setzen. Da habe ich Bock drauf. Oh, da Spoiler für nächste Folge. Was ist da los? Ich hoffe, das sieht auch aus, muss ich sagen. Da wäre natürlich am Optimum, ne? Wenn man da die Straße von weggehen lässt. Keine Ahnung, bis hier oder so. Dann vielleicht rüber. Oh, sie rastet ein. Hammer. Aber dann ist hier die Straße nicht im perfekten Abstand. Ne, warte, hier wird die so. Genau, dann haben wir die 4 Segmente zum Bauen. Jetzt muss ich gucken. Ja, das ist nicht parallel. Ne? Kann auch gar nicht, weil die Seite weiter drin ist als die andere. Ärgerlich natürlich. Und so wäre halt schief. Und so wäre halt gerade. Was machen wir denn da? Jetzt mal ganz im Ernst. Hm. Oh, ich sehe da was. So. Alles wieder repariert. Oder soll man das rausziehen, damit das wirklich gleich ist? Damit das eine Linie ergibt. Komm, los geht's. Die Linie ist falsch. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit dem Material, was wir hier haben, raus. Muss ja nicht viel sein, nur ein bisschen. Boah, sieht das alles kaputt aus. Ganz kurz die Mauer. Ich meine, das sehen wir jetzt auch gleich relativ gut, ob das jetzt okay ist oder nicht. Warte. Oh, wie geil wäre das denn?
Ungültige Form, das ist aber ärgerlich. Warte. Ich hoffe, ich schrotte mir die Map nicht. Aber wie cool wäre das denn? Da haben wir genau den Bezugspunkt von drüben hier. Oh, cool. Okay, schnell verbinden. Hammer. Dann, ach du Heilige. Oh, zum Glück, ey. Wie cool ist das denn bitte gewesen? Gerade machen. Aber dann haben wir es wirklich genau so, wie es sein soll. Ohne Kompromisse, ohne dass wir dann die Straße in der Mitte irgendwie versetzen müssen. Und es ging relativ fix, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich mir, boah, machst du das jetzt oder machst du das offscreen? Nachher brauchst du so lange. Aber eigentlich war es genau die richtige Entscheidung. So. Glaube ich jedenfalls. Schreibt ihr rein, wie ihr diese Gradlinigkeit findet. Ja, jetzt passt es auch wirklich perfekt. Auch wenn es da gerade runter geht. Warte, ich mache mal eben die Mauer hier fertig. Nein. Ja. Dann die Straße, bitteschön. Ja, super geil. Ja, fast bis auf hier vorne. Dann müssen wir dem da einfach sagen, mach auf jeden Fall eine Brücke daraus. Oder hier ein bisschen weiter nach vorne gehen. So, oder? Ja. Und jetzt kann man sehen, wir haben hier die vier Segmente gehabt gerade. Da auch und haben die Straße wirklich perfekt gerade. Jetzt würde ich aber nochmal hier vielleicht ein bisschen hochgehen. Mit Bild hoch und Bild runter, kennen wir ja. So dass die halt nicht so steil ist, aber einen vernünftigen Winkel hat und auch eine vernünftige Höhe. Falls mal hier irgendwie doch Schiffe drunter herfahren sollten. Was ich jetzt so gar nicht sagen kann, aber kann ja mal sein, dass wir das irgendwann mal machen. Also dass wir mit Fähren arbeiten. Wäre auf jeden Fall fair. Okay. Objekthöhe. Okay, mach mal. Zack. Ja, das war super. Oh, Überschwemmung. So, das ist fertig. Das hier ist fertig. Die Insel ist ready. Also klar, jetzt haben wir natürlich nur ein bisschen Terraforming gemacht und den anderen Kram hier hingebastelt. Aber eigentlich fand ich das schon cool. Gerade auch mit der Straße hier vorne und hier rüber kommen auf jeden Fall noch ein paar Straßen, vielleicht 3, 4 Stück oder so. Und ja, dann entsteht hier schon eine ganz coole Stadt, glaube ich. Oder was meint ihr? Warte mal. Boah, Hammer! Wir erhöhen nochmal ein bisschen die Kohle. Wir werden bald Stufe... Nächste Stufe? Ne, wir sind Max, oder? Ne, sind wir nicht. Besucher bis zur nächsten Stufe? Ist doch alles fertig. Was ist denn da los? Pflege ist super. Eigentlich hätte er schon Stufe 5 sein sollen. Okay. Trotzdem würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Nächstes Mal bauen wir die unglaublichen Autobahnkreuze ein. Die findet ihr übrigens schon in der Kollektion in der Videobeschreibung. Also haut da rein und bis zum nächsten Part. Tschüss.